Herzlich willkommen zu unserer 7. Folge Gesunde Verdauung. Wir sind das letzte Mal im Zwölffingerdarm stehen geblieben. Wir haben uns da um die Verdauung gekümmert. Wir sprachen über Amylase, Lipase und Protease. Wir haben den Zugang der Gallensäuren aus der Leber auf dem Schirm gehabt. Und wir wollten gucken, dass das, was gegessen wird, mit dem richtigen pH-Wert eben auch richtig verdaut wird und nicht ungenutzt in tiefere Darmabschnitte kommt, sondern für Sie aufgenommen werden kann, ins Blut und Ihnen zur Verfügung steht. Und da haben wir gesagt, da muss auch noch was anderes sein und darum geht es heute. Heute geht es darum, dass man zum Beispiel die Zöliakie, die einheimische Spru, die Glutenunverträglichkeit oder sogar Glutenallergie im Zwölffingerdarm haben kann. Und daher heute genau zu diesem Thema. Im Zwölffingerdarm werden die meisten Mineralstoffe aufgenommen. Im Zwölffingerdarm findet man aber auch, komischerweise nur dort, im Dünndarm, aber dort hauptsächlich im Zwölffingerdarm, die Reaktion des Körpers auf Klebereiweiß. Und es gibt eben Gliadin, also Antigliadin und Antitransglutaminase-Antikörper. Und es gibt eben Antikörper, die sich gegen das Endomysium richten. Man findet diese am sichersten natürlich in einer Biopsie. Man muss also eine Magen- und Dünndarmspiegelung machen. Man kann aber die ersten Untersuchungen auch sehr einfach gestalten, indem man zum Beispiel den Stuhl untersucht. Und dieser Stuhl zeigt dann diese Antikörper, insbesondere dann, wenn man diese Lebensmittel auch gegessen hat. Und dann ist der Antitransglutaminase-Antikörper und der Antigliadin-Antikörper Teil des sekretorischen Immunglobulin A. Und wenn Sie natürlich besonders wenig sekretorisches Immunglobulin A haben und die Aufsummierung sozusagen der gemessenen Antikörpertiter fast dem Gesamt-IgA entspricht, dann ist das schon ein recht ausgeprägtes Ergebnis. Auf der anderen Seite findet man manchmal relativ hohe sekretorische Immunglobulin A-Spiegel und relativ niedrige Antitransglutaminase- und Antigliadin-Antikörper, aber durchaus oberhalb des Grenzwertes von 100. Dann ist das relativ schwächer ausgeprägt. Das Gliadin ist Teil des Glutens und ist ein recht sensitiver Parameter, um eben zu gucken, ob diese Sensitivität auch wirklich im Zwölffingerdarm besteht. Es gibt ja noch andere Testverfahren, wie zum Beispiel das angeborene Immunsystem, was man testen kann in den neutrophilen Granulozyten. Oder man schaut sich die IgG1 bis 3 oder IgG4 Antikörper an, um zu gucken, ob es dort Reaktionen gibt. Oder man guckt sich die IgE Antikörper an, ob es dort Reaktionen gibt. Es gibt ja auch das Weizenagglutinin, was nicht auf das Gluten anspringt, sondern eben auf einen anderen, speziell auf Weizen bezogenen Parameter. Dinge, die sozusagen zu Entzündlichkeiten, Reizungen im Zwölffingerdarm führen können. Die Problematik dieser unterschwelligen Geschichte ist, dass man sehr wohl Reizdarmsyndrome haben kann, dass der Darm an dieser Stelle sagt, hau weg den Scheiß und eine sogenannte beschleunigte Darmpassage anschubst und darüber im Grunde genommen dazu beiträgt, dass die Lebensmittel, die man eigentlich an dieser Stelle, diese Mikronährstoffe, die man eigentlich an dieser Stelle resorbieren möchte, nicht resorbieren kann, weil sie einfach viel zu schnell vorbeigeschubst werden. Oftmals triggert man über solche Reizungen im Zwölffingerdarm auch andere Autoimmunerkrankungen. Und sollte man diese Prädisposition finden, dann heißt das nicht, dass man nun überhaupt kein Gluten mehr essen darf, aber man sollte es auch nicht zu seinem täglich Brot machen. Und da ist es dann vielleicht ganz sinnvoll, dass man nicht überall sagt, oh, die schon wieder oder der schon wieder, also die Spaßbremse ist, sondern dass man aushäusig, wann immer das ist, wirklich mit Appetit und Genuss solche Dinge auch isst, dass man aber zu Hause einfach darauf achtet, dass man auf solche glutenhaltigen Lebensmittel nach Möglichkeit verzichtet. Und dann kann man eben die Weizenstärke durch Kartoffelstärke tauschen oder gegen Maisstärke. Oder man kann die Hartweizennudeln auch gegen Mais- oder Reisnudeln tauschen. Und man kann bestimmte Brotsorten, die dann ja mit Dinkel, Einkorn, Grünkern, Emmer, Weizen, Roggen, Gerste, Gerstenkaltschale,
Bier zu tun haben, eben tatsächlich wechseln und durch andere Getreide oder getreideähnliche Substanzen austauschen, wie Quinoa, wie Amaranth, wie Hirse, wie Mais, wie Reis, wie Kartoffelmehl, Erdmandel, was es da alles gibt, um sich eben auch durchaus ganz schmackhafte Alternativen zu suchen und dennoch satt zu werden. So, das war's nun für heute. Und nächste Woche werden wir dann wohl so langsam in Richtung Dickdarm schippern und mal gucken, was es denn da alles so zu bedenken gibt. Bleiben Sie dran, ich freue mich drauf.